Herzlich willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Koanka ist leider immer noch verschwunden. Aber dafür habe ich hier neue nette Begleiter gefunden, nämlich... Hey! Das hätte ich treffen sollen. Ja, okay, jetzt habe ich keine Begleiter mehr. Schade, jetzt bin ich wieder alleine. Ach nee, da ist noch ein Skelett. Ist ja schön. Aber... ich brauche erst... etwas Mana. Weil ohne Mana geht hier nichts. Viermal, dann habe ich 300. Das reicht fürs Erste. Zack. Da kommt noch ein Skelett. Ein niederes Skelett, um genau zu sein, dass ich nicht treffe. Ah, und jetzt, wo ich mit Mana meinen Zauber wegstecke, kommt es natürlich doch her. Ja, gut. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. So kann's gehen. Gut, egal. Da ist ja noch mehr da hinten. Nichts zu plündern. Das muss ich kurz überlegen. Ein heiliges Geschoss kostet 60. Das heißt, ein Massensterben ist bei 3. Oh, da ist noch ein Suchender. Ja, ja. Dann ist es sowieso billiger. Die Frage ist nur, habe ich genug Mana? Hoha, gerade so. Gerade so. Das heißt, ich werde jetzt meine Skelette hier pullen. Kommt alle her. Und dann gemeinsam... Willst du da hochklettern, bitte? Danke. Und dann gemeinsam im Suchenden. Dann will ich den hier tun. So. Das hat Mana gespart. Ach, das war der andere von vorhin. Gut. Nehme ich alles. Nehme ich mal alles mit. Und dann... was gibt's hier hinten noch? Wo die Skelette standen. Was haben die bewacht? Eine Truhe. Aha. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Okay. Ein Eintopf. Pech, Dolch und Gold. Gut. Ich habe vorhin, nee, nicht vorhin. In der letzten Folge habe ich gebratenes Fleisch gefunden. Das ziehe ich mir eben rein. Das geht ja relativ schnell. Dann ziehe ich mir die Schinken rein. Ah, ihr wisst, wie das ist. Ich brauche Platz. Ich brauche Ordnung im Inventar. Und so wie das gerade aussieht mit dem ganzen Kleinkram, den ich eigentlich gar nicht will, dann ist mir das zu voll. Also, wie gesagt, ich esse es gerade nicht, um mich zu heilen, sondern ich esse es gerade tatsächlich, um... 72, 70 passt. Um Platz zu schaffen im Inventar. 1... 370, 100, 150, 200, 275, 325, 370. Und hepp. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Eine Heilwurzel! Jaha! Und Feuerkraut und Feuerkraut. Okay. Gut. Hier ist so dunkel. Ich will zur Sicherheit nochmal mit Fackeln hier alles ablaufen. Vor allem hier gegenüber. Hinter den Säulen war ja scheinbar nichts. Wobei, wenn irgendwo Pilze wachsen, dann wahrscheinlich hier. Kann man da rumlaufen? Ja, aber da wächst nichts. Okay, und da kann man auch nicht rein. Gut, dann habe ich hier alles erforscht. Und gehe vielleicht mit... der Auswahl auf einen Mana-Trank. Und vielleicht auch einen neuen Speicherstand. Sicher ist sicher. Hier rein. Skelett. Nur eins. Hier vorne ist erstmal nix. Okay. Mal schauen, was da rechts ist. Keine Ahnung. Schattenlord Archol. Und noch mehr Skelette. Okay. Will der mit mir reden? Nein. Der will nicht mit mir reden. Der ist auf mich zugerannt. Ich dachte, der will quatschen. Mann! Hat er mich voll verarscht. Hätte ich gerade eh nicht geschafft. Nachdem ich so angeschlagen war. Na gut. Komm halt her. So.
Das war's. Was habt ihr Feines dabei? Gut, die Skelette wie immer haben Skelettknochen. Und ein rostiges Schwert. Nicht, dass ich die bräuchte, aber ich kann sie verkaufen. Nichts zu holen. Und dann kann ich mir noch Tränke holen auf dem Schiff. Schlüssel des Archol und 650 Gold. Wow. Und ein Zweihänder. Vielleicht kann ich den ja bald benutzen. Ich habe ja jetzt schon 88 Stärke. Ja, 105. Eventuell könnte das klappen. Andererseits macht er 105 Schaden und nicht 75. Ja, doch, das lohnt sich. Gut. Die Frage ist nur, wo kriege ich Stärke her? Da ist nix. Moment, geht's hier weiter? Keine Ahnung. Ich schnapp mir erstmal die Tränke hier und die Spruchrollen. Die Frage ist, geht's hier weiter oder geht's da hinten bei der anderen Tür weiter? Mario? Was machst du denn hier? Mario? War das nicht ein Feuermagier? Ich glaube, hier geht's weiter. Moment. Bevor ich da jetzt einfach blind hingehe und weitergehe, will ich erstmal schauen, was hier hinter der anderen Tür sich verbirgt. Ach, schau mal einer an. Eine Berserker-Axt, eine Spruchrolle, Trank. Was haben wir hier? Okay, cool, das Gegrösel. Das kann er lesen kann. Ein Tagebuch, ein Trank, ein Rezept. Und in der Truhe Gold. Todeshauch. Verwandlung Drachensnapper, sehr schön, sehr schön. Verwandlung Drachensnapper ist tatsächlich mal etwas Mächtigeres. Rezept hätte ich gerne. Lieferung. Das ist es nicht. Stinkender Zettel. Das ist auch nicht. Dieses Rezept vielleicht. Ich habe eine sehr alte Kunst ins Leben zurückrufen können. Ich fürchte, dass Feodaron von meinen Ergebnissen nichts erbaut wäre. Es ist schlicht und ergreifend, dass ich seine gesamte Brut in meinem Labor zu einem Trank verarbeiten müsste. Wenn er nicht ständig auf seinen Eiern sitzen würde wie ein Huhn, hätte ich es schon längst ausprobiert. Aber vor seinem Odem habe ich dann doch noch ein wenig Respekt. Embarla Fiergasto, 10 Dracheneier, eine zerriebene schwarze Perle und eine Prise Schwefel. Zum Kochen bringen, anschließend unter ständigem Rühren durch den Destillator geben. Das Elixier ist mit Vorsicht zu verwenden, das hat schwere Nebenwirkungen. Der gesamte Mana-Haushalt wird durcheinander geraten. Okay. Das klingt doch spannend. Habe ich noch eine schwarze Perle? Ich habe eine schwarze Perle. Ich habe Schwefel gefunden. Ich habe 10 Dracheneier. Ich habe 12 Dracheneier sogar. Das heißt, ich werde jetzt zuallererst werde ich... Wo ist es denn? Das Auge Innos wieder aufladen. Denn sicher ist sicher. Und dann speichere ich hier nochmal. Denn wenn das Trank wirklich so schwere Nebenwirkungen hat, hat vielleicht schon das Brauen Nebenwirkungen. Wer weiß. Okay, das ging gut. Bringt den gesamten Mana-Haushalt durcheinander. Oh je, ich ahne Schreckliches. Embarla Fiergasto. Wirkung unbekannt. Ich habe 370 Mana. Ich habe immer noch 370 Mana. Aber ich habe 103 Stärke. Und damit kann ich jetzt fast den Zweihänder benutzen. Wow, mir fehlen noch 2 Stärkepunkte. Nicht schlecht. Es ist 19.33 Uhr. Ich schlafe mal bis zum nächsten Morgen. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können, dann die Mana-Tränke zu trinken. Naja, was soll's. Gut. Immerhin. Auge Innos wieder aufgeladen. Hast du noch irgendwas dabei? Nicht so. Nee, den habe ich schon durchsucht. Die Frage ist nur, wo kriege ich jetzt noch 2 Stärke her? Vielleicht kann mir ja einer meiner Lehrer Stärke beibringen. Vielleicht ist das Limit auch 100. Ich weiß es nicht. Ich werde zur Sicherheit nochmal laden und den Trank nochmal herstellen. Ich weiß nicht, wo das Limit ist für die Stärke-Lehrer. Und wenn ich jetzt den Trank einfach nicht trinke vorher, ne, so wie bei dem Mana damals, dann sollte das auf jeden Fall reichen. Gut.
plus 15 Stärke, unglaublich. Das ist ja echt mächtig, hey. Kann ich den nochmal brauen? Ich habe so viele Dracheneier. So, jetzt bin ich aber hier, wo ich vorhin war. Und werde hier nochmal... Ja gut, das war eigentlich unnötig. Bin ja nicht weit gelaufen. Aber gut. Mario, der Zauberer. Komm ruhig näher. So, mein Freundchen. Jetzt zeig mal, was du kannst. Wie bitte was? Was soll das heißen? Ganz einfach. Der Meister hat von dir gehörig die Nase voll. Ich hätte dich schon viel früher töten sollen. Aber diesen Fehler werden ich und meine Freunde hier jetzt korrigieren. Okay. Ja gut. Und ihr seht, das ist der Grund, warum ich Mario mitgenommen habe. Er ist besessen. Das ist auch einer der Gründe, warum er sich so aufdrängt in der Hafenkneipe. Für diese Quest hier. Tja, und ich dachte naiv, ne, er könnte helfen. Ne, okay, dachte ich nicht. Aber ich habe so getan, also. was habe ich gerade gefunden? Ich hab's vergessen. Was habe ich denn gerade gefunden? Er hatte einen Almanachen bei sich, auf jeden Fall. Und noch irgendwas. Was war denn das andere? Was war das denn? Bin ich jetzt blöd? Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ich habe einen Almanachen. Das ist die Hauptsache. Oder was, der Sturmbringer vielleicht? Ja, vielleicht war es der. Wie dem auch sei. Okay. Mario war also ein Verräter. Die Hallen von Eodorat. So. Moment, jetzt wo das geschafft wäre, habe ich auf den falschen Slot gespeichert. Ja, dann sollte ich vielleicht hier hingehen, zur Sicherheit. Aber vom 84er kann ich ja zurücklaufen. Drachenjäger-Armbrust. Wow. Es lohnt sich hier, sich so ein bisschen die Ecken anzugucken, habe ich das Gefühl. 85 war es, genau. So, und hier drin haben wir... Ich mag das nicht, hier so in der Mitte eines Raums zu stehen, wo aus allen Richtungen Gegner kommen könnten. Oh mein Gott. Hier sind seltsame Dinge. Hoch, was ist das? Hä? Was ist das denn? Das sind keine Schalter, okay. Uah! Nichts zu plündern. Oh mein Gott. Schattenläufer-Skelett. Huahahaha. Okay, das sieht mir nach einem komplexen Rätsel aus. Wisst ihr was? Ich habe einen Weg gefunden. Ich habe Mario gefunden. Ich habe den Schattenlord Archol besiegt. Ich habe einen Drachen besiegt. Ich habe Koangar verloren. Und um all das jetzt irgendwie glatt zu bügeln, will ich mal zurückgehen und schauen, was ich da mit meiner Mannschaft so bereden kann diesbezüglich. Und vielleicht kann ich dort auch noch meine Stärke ein bisschen steigern. Dann habe ich vielleicht endlich mal eine neue Waffe nach all der Zeit. Ich glaube, es ist schon über 100 Folgen her, dass ich diese Waffe hier gekauft und in Benutzung genommen habe. Und dementsprechend wäre es doch mal an der Zeit, hier was Neues auszuprobieren. Ja, genau. Deswegen laufe ich jetzt einfach zurück. Ne? Warum eigentlich nicht? So, ein Drache ist tot. Ja, gut. Hier vielleicht nochmal durchgehen, ob er irgendwelche Dracheneier liegen hat lassen. Denn wenn es irgendwie geht, hätte ich gerne noch so einen Trank. Aber ich fürchte, das geht nicht. Soweit ich weiß, kann man einen zweiten Trank brauen, aber nur als Drachenjäger. Weil man als Drachenjäger irgendwie davor in Korinnes schon Dracheneier findet und die hier mitnehmen kann. Aber ich bin leider kein Drachenjäger und ich habe, glaube ich, nur ein Drachenei mitgebracht, das ich zufällig gefunden habe. Als Drachenjäger gibt es die Quest, dass man Dracheneier sucht in Korinnes, bevor man hier nach Eodorat geht. Ich hoffe mal, Angar wartet hier. Nein, tut er nicht. Okay. Das ist gruselig. Dann ist er vielleicht wirklich runtergefallen. Kann das sein? Hm.
Das könnte durchaus sein. Ich kann es nicht ausschließen. Naja, egal. Ich schaue jetzt erstmal nach dem Rechten auf dem Schiff. Und keine Sorge, die Folge ist in ein paar Minuten zu Ende. Ich werde jetzt hier auf dem Schiff mich ein bisschen umschauen und mit den Leuten reden und Dinge verkaufen, Dinge kaufen, Dinge lernen hoffentlich. Und am Anfang der nächsten Folge werde ich dann aber schon wieder drin sein. Das heißt, ich werde offscreen zurücklaufen. Also, ihr müsst es hier gerade noch einmal miterleben. Ich hoffe nur, dass ich Angar wieder finde. Um den mache ich mir gerade echt Sorgen. Naja, werden wir gleich sehen, ob er da ist. Laris, Gorn sind schon mal da. Pedro ist da, Diego ist da. Diego. Trainiere mich. Was brauchst du? Du kannst mir keine Stärke beibringen, oder? Bogen und Geschicklichkeit. Nein. Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich dir aushelfen. Mhm. Wobei, eigentlich brauche ich keine Munition, sondern... eigentlich, im Gegenteil, will ich dir den Scheiß verticken. Ach, so viel Stärke kriege ich doch nicht. 135 eventuell. Eventuell. Das hätte er auch selbst wissen. So, Spitzhacke behalte ich mal. Gehstock kannst du haben. Drachenjäger am Brust. So viel Stärke kriege ich nicht. Bogen behalte ich mal, vielleicht kommen ja noch ein paar Schalterrätsel. Könnte ja sein. Sicher so einiges. Ja gut. Ansonsten habe ich 3000 Gold. Gut, das reicht mir eigentlich. So, Laris. Hey, du. Bring mir deine Fähigkeiten bei. Kein Problem. Kannst du mir Stärke beibringen? Nein. Wer kann mir denn Stärke beibringen? Das gibt doch nur noch mehr. Ist nicht gerade jemand durchgelaufen? Ich hätte das nicht noch mehr. Doch, da ist doch jemand. Biff, hey! Biff! Warte mal. Kannst du mich trainieren? Nee, kannst du nicht. So steht es in den Heiligen Schriften. Angar, da bist du ja wieder! Wo zum Henker warst du? Wo zum Henker warst du? Was zur Hölle, ey? Er ist wieder da. Gut. Alles klar, er ist wieder da. Alles gut, alles gut. Ich habe meine Begleitung wieder. Jack kann mir auf jeden Fall nichts beibringen. Kann Girion mir was beibringen? Trainiere mich. Trainiere mich. Desto schneller sind wir hier wieder weg. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Nope. So ist es. Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Armbrust. Zweihandwaffen ist sehr interessant. Ist tatsächlich auch eigentlich das Beste, was ich machen kann, um meinen Schaden-Output zu steigern. Es sei denn, ich bin ganz knapp davor, eine bessere Waffe auszurüsten. So, wo ist Gorn? Denn Gorn kann mir auf jeden Fall meine Stärke steigern. Ha, keine Ahnung. Egal, wenn ich schon mal hier bin, mache ich halt eben das. Das hatte ich nämlich auch vor auf dem Schiff. Jack, Vatras. Hey, Vatras! Warte mal. Willst du vielleicht den Almanachen? Ich habe hier einen Almanach der Besessenen. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich es ins Kloster zu Kuro verbringe. Wenn wir hier wieder wegkommen. Kannst du mir etwas verkaufen? Was brauchst du denn? Ja, weiß nicht. Was hast du denn? Tränke. Tränke wären gut. Kronstöckel. Beide. Richtig, da war ja was. Er hat ja Kronstöckel. Die nehme ich beide. Dann brauche ich mir gleich die Tränke. Sehr schön. So, Gorn, wo bist du? Ich habe doch vorhin Gorn noch gesehen. Der war doch da. Da ist Angar, wo auch immer der gerade herkam. Girion. Zu dem gehe ich dann nach für zwei Händler. Wo zum Henker treibt sich Gorn rum? Da oben sind Lester und Milton. Wo ist Gorn? Vielleicht unten im Lager? Hä? Wo ist denn Gorn? Bin ich jetzt blöd? Das kann ja nicht ewig sein. Ha. Den muss ich doch finden. Wenn ich sowas hasse. Naja, gut. Dann mache ich halt erstmal Folgendes.
Hey, ich könnte mal Vatras von dem Rezept erzählen, aber das interessiert ihn scheinbar nicht. Nein, egal, dann werde ich mir stattdessen ein Elixier des Geistes brauen. Und dann nochmal, weil ich es kann. So, Mana kann mir eh keiner mehr beibringen, das heißt, ich kann die auch gleich trinken. Und dann suche ich Gorn. Immer noch. 380 Mana. Sehr schön. Ich hätte ja nicht gedacht, um ehrlich zu sein, dass ich so hochkomme mit meinem Mana. Ich bin da tatsächlich im Pedro, Biff, Diego, Milton, Laris. Gorn, wo zum Henker bist du? Ich hab dich doch von hier oben gesehen vorhin, als ich hergelaufen bin. Jack? Biff? Diego, Laris, Milton? Ah! Wo ist Gorn? Das gibt's doch nicht. Treibt er sich bei euch hier oben rum? Nee. Du hattest recht. Mario hat uns verraten. Ja. Ich merke ja sonst nichts. Aber dieser Fall war klar für mich. Sei in Zukunft ein bisschen sorgfältiger bei der Wahl deiner Gefährten. Mhm. Also merke, in zwielichten Hafenkneipen keine zwielichten Typen für wichtige Missionen anheuern. Gorn, bist du da unten? Ja, Gorn. Nee, das ist Biff, oder? Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Das ist Biff. Gorn! Ja, wer sagt's denn? Warte, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Training. Ich brauche Training. Schaden kann's nicht. Nee, tut's definitiv nicht. Was? Zwei Handwaffen? Nein, ich brauche Stärke. Och, Mist. Ja, gut. Dann kann ich meine Stärke hier halt nicht erhöhen. Ich brauche Training. Schaden kann's nicht. Dann werde ich halt mit meiner jetzigen Waffe besser. So, 273. Du musst die Waffe höher halten. Durch deine Deckung kommt ja ein Blinder mit dem Krückstock. Oh, jetzt wird's teuer. Naja, das hat bei dir aber schon besser ausgesehen. Nochmal? Naja, das hat bei dir aber schon besser ausgesehen. Und einmal kann ich noch. Naja. Ja, komm, das müssen wir uns nicht nochmal anhören. So, vielen Dank. Gut, Mana gesteigert, zwei Hände gesteigert. Angar wieder verloren, wie es aussieht. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Oder? Ist er wieder hinter mir? Nö, ist er nicht. Er ist gerade aufgetaucht, als ich oben bei der Kapitänskajüte vorne dran war. Vielleicht passiert das ja jetzt hier nochmal. Hä? Nee. Ich habe keine Ahnung, was Angar hier tut. Und wo er sich rumtreibt und warum. Hier ist er nicht. Keine Ahnung. Wisst ihr was? Ist mir auch egal. Ich brauche ihn nicht unbedingt. Der wird schon wieder auftauchen. Gut. So, wie gesagt, ich habe alles erledigt, was ich erledigen wollte hier auf dem Schiff. Ich habe mit den Leuten geredet. Tempel, ja, Feuerdrachenmannschaft, Geduld, sehr bewundernswert. Ja, genau. Gut. Dann werde ich hier speichern und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal drinnen. Wo waren wir denn zuletzt? Weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls, da wo wir zuletzt waren. In der Halle, direkt nach dem Ort, wo Mario mir aufgelauert hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.